So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das so wirklich pausemäßig nachher im Let's Play rüberkommt. Die flüsternde Stimme im Hintergrund, wer kennt sie nicht? Also, jeder Dreckbuddler kennt sie. War meine Frau, die von euch sehr geschätzte Nancy. Der verzweifelten Suche nach einer Telefonnummer. So. Ja, klingt fast so, als ob es die richtige Nummer war. So. So. Oh, ganz viel Kohle. Und und Zombies. Ah! Kuckuck! Kopf weg. Doofes Vieh. Genau in der Ecke ist es gespawnt. Ist ja toll. Aber schön, dass es gleichzeitig unter Beweis stellte, dass es da nicht hochkommt. Das freut mich persönlich auch sehr. So, ein bisschen Kies abernten hier. Kiesernte ist immer die beste Ernte des Jahres. Wo war ich vor der Pause? Ich glaube, ich war bei Demokratur und anderen Dingen. Aber davon kann man eigentlich auch nur wieder abschweifen. Auf jeden Fall, Frankreich wählt seinen Präsidenten. Weiterhin Sarkozy mit seinem Model an der Seite. Oder Ex-Model. Stimmt. Die ist schon fast 30. Muss ein Ex-Model sein. Sie über 30, ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich kenne mich da einfach nicht aus in der Materie. Also Präsidenten kriegen nur zusammen, aber bei Models wird es echt dunkel. Doch, wirklich, muss ich euch sagen, das ist nicht so mein Thema. Oh, Lapsus, Lapsuli. So. Auf jeden Fall fallen wir hier gleich wieder, bestimmt in Untiefen. Ach, sehr schön. So, Kohle mitgenommen. Lapsus Lapsui, bin ich mir bloß nicht sicher, wie ich das abbauen muss. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare hauen. Ihr seid so fleißige Kommentarschreiber. Also könnt ihr dieses... Upsala. Ach, jetzt sind wir einmal rum um die Ecke. Deswegen. Könnt ihr mir das ja einfach mal da hinterlassen. Okay. Auf dem Weg in die Dunkelheit. Aber ja, wir hatten den ersten Monsterkontakt und wir haben überlebt. Also das ist ja auch mal festzuhalten hier an dieser Stelle. Es kam Monster und wir sind nicht tot. Ist doch cool. Oh, so. Da ist sowieso vorbei, die Höhle. Und hier ist sie auch so ziemlich kaputt. Das stört ja auch nicht, dass hier das ist. So. Das Spinnennetz da anfackeln. Und wir kriegen Schienen. Es ist so freundlich, wie viele Ressourcen man hier unten inzwischen sammeln kann. Also über Erze hinaus. Über sinnloses Cobblestone-Gemetzel. Gibt es sogar Holz. Schienenkisten gibt es ja auch. Mit wunderbaren Sätteln drin, mit denen man Schweine reiten kann zum Beispiel. Das ist hier schon wieder die nächste Höhle. Hier mal. Ah ja,
da vorne wird es monstriger. Gehen wir da erstmal nicht hin. Naja. Der Magen knurrt nach Menschenfleisch, aber wir lassen uns nicht locken. Technisch sind wir doch jetzt echt schon wieder gut dabei. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt. Beim letzten Mal, was nicht gilt. Gilt nicht, weil Minecraft abgestürzt am Ende der Aufnahme. Er sagte ständig hier, 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 also hier. Klingt fast so, ne? Oh mein Gott, jetzt entfernen wir uns schon wieder von dem Punkt, wo wir eigentlich lang wollten. Ah, aber da war noch Eisen, genau, Eisen. Eisen nehmen wir mit. Eisen brauchen wir auch ganz, ganz viel. Für die besseren Rohstoffe brauchen wir Eisen, Werkzeuge. Ja, das dämlich-dümmliche Holz-Steingeraffel, was wir jetzt gerade mit uns führen. Och, da geht es auch schon wieder so weit runter. So, hier habe ich auch alles aus der Wand gekloppt. Lapsus Lazuli haben wir auch. So. Ah, ja. Toll. Da haben wir schon gar kein Werkzeug mehr. Na, müssen wir erstmal wieder nach oben. Haben wir auch so jetzt eine Treppe, dann geht's ja schneller. Da wird's schon wieder zirpen. Ich glaube, hier waren wir beim letzten Mal auch drin. Den Teil erforschen wir jetzt erstmal nicht weiter, weil wir die ganzen Rohstoffe nicht mitnehmen können. Gut, ich müsste jetzt nicht nach oben, glaube ich, ne? Können wir jetzt auch einfach, mein Gott, machen wir die pragmatische Variante. So. Wir haben Stickies auch bei Ergo. Alles kein Ding. Machen wir uns einfach 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Oh, haben wir schön viel Kohle. Ist das toll. So. Und ein Pfeil. Wir haben einen Pfeil. Ist das nicht genial? Wir haben einen Pfeil. So. So geht das schneller. Mit dem Präzisionswerkzeug, das war das Wort, was mir nicht einfallen wollte. Mit dem Präzisionswerkzeug Axt demontieren wir den Graphic Table innerhalb weniger Sekunden und können ihn danach wiederverwenden. Wie surreal ist das denn? Aber ist eigentlich auch ganz gut. Das müsste man ja noch drauf aufpassen, was man hier so macht mit der Axt. Verdammte Axt. Auf jeden Fall, da ich das jetzt hier so viel Holz rumliegt, können wir uns sehr einfach am Leben halten. Selbst ein kleiner Ofen zum schnellen Verhütten wäre möglich, aber das will ich ja eigentlich gar nicht machen. Ich will hier nur weiter. Da ich hier einfach nur weiter will, gehen wir hier einfach nur weiter. Planscht was. Skelett. Ach, nee. Schau mal. Aua.
Jo. Da hat's Plätsch gemacht. Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Da. Nee. Ja, toll. Das kann man auch nicht. Das könnte man tun. Ja. Toll. Ah. So. So langsam bauen wir uns vor. Oh, die Mitte mal hinstellen. Fackeln hier. Nicht so schief weg von der Seite, ne? Der Lavafluss intensiviert sich wieder. Ah, dammit. Ha! Ja. Ich habe das noch endgültig stopfen können. Das ist nicht schön. So, bloß nicht die Knochen hier wegmachen. Mein Freund und Kupferstecher. So. Gut, gut, gut. Wir haben die Lava besiegt. Die Lava besiegte für uns das Skelett, der ewige Kreislauf des Lebens, ist wie immer geschlossen. Ich mag es ja hier eigentlich gar nicht. Hier gibt es Gold, hier gibt es Kohle, hier gibt es einfach alles in diesem Bergbaugestollen. Das ist toll. Sogar einen Minecart bauen. Schweige ich wieder. War ich andächtig. Darauf. Oh ja, eine Kiste. Eine schwebende Kiste. Mit Brot, Kürbiskern und Melonen. Ach, ist das cool. Für unseren Bauernhof. Herrlich. Danke. Ach, damit. Alles voll. Alles voll. Ach so, wir können mal wieder was essen. Happa, 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 happa. Ja, ja, toll. Aufnehmen, hinstellen, wieder abreißen. Das sind alles so Tätigkeiten, die sich ein Crafter tagtäglich ausgesetzt sieht. Mitnehmen. Na toll. So, welchen Rotz... Ach, ja. Gar nichts hier lassen. Wir müssen bloß unser Inventar mal aufräumen. Da fällt einfach von oben so eine Spinne uns auf den Kopf. Tze. Wie frech sind die denn hier? Scheiß Spinnen. Die mieches Krabbelzeug. So. Kalisto können wir auch schon nicht mitnehmen. Jetzt, also nachdem wir hätten einfach gleich hochgehen sollen, ne? Gleich hochgehen sollen, um sonst was zu bauen. Falls wir jetzt überhaupt jemals wieder nach oben finden. Also das sei ja nochmal so dahingestellt, ob wir das hinkriegen.
überhaupt noch was wird. Mit uns, der Dunkelheit und den anderen. So. Aber wir probieren es jetzt auf jeden Fall, den Weg nach Hause zu finden. Ne, da geht er nicht lang. Ist auch eher ein toter Schacht, genau. Müssen wir da lang zurück. Mit gezücktem Schwerte. Ja, nicht nach unten gucken, ist auch immer eine beliebte Maßnahme zum Sterben. Aber doch, ich habe den Aufgang zur Treppe gefunden. Und der Weg nach oben wird ein leichter sein. Also das hier mit den Stufen war echt eine gute Idee. Und damit uns kein Zombie in den Hintern beißt, machen wir erstmal Dichte. Dichte, Dichte. So, genau, du warst ja wichtig. Du warst auch, ich stellen wir hier gleich auf. Kerne, Kerne, Feuerstein, Kohle, Kohle, Rails, Zaun, Erz, ja, Knochen, Strings, Pfeilbrot. Wow. Das war's schon mit der Kiste. Mit Holz, Dörte. Darin anderes Zeug. Kies war hier auch mit drin. So, die Dörte nehmen wir ja mit. Den Crafting Table nehmen wir auch wieder mit. Sind wir ganz uneigennützig. So. So. Sehr schön. Haben wir auch noch nicht beschrieben, was wo drin ist. Sieht es dann draußen aus. Außen sieht sehr nach Nacht aus. Ergo gehen wir mal nach oben in unser Schlafgemach. In unsere Kemenate, um es wieder zu sagen. Meine werten österreichischen Zuschauer, der ihr in der Zahl gar nicht so wenige seid. Kemenate. Eine Definition, Übersetzung und so weiter. Bitte in den Kommentaren. So, und wir sind ja immer noch in der Aufnahme und immer noch dabei, Musik zu hören. Und diese kommt immer noch von Re-Drum, It's Better to Burn Out Than to Fade Away. Das hat was. It's Better to Burn Out than to Fade Away. Eine schöne Aussage. So, aber Aussagen hin oder her. Ach, so langsam wird's. Ja. Bis auf die letzte Stufe. Warte mal, wir können ja auch hier direkt lang gehen. So, weil das will ich jetzt haben. Achso, dafür brauche ich noch die beiden Freunde hier. Melonen und Kürbisse. Upsi. Ja, ist ja gut. Aber ich brauche noch was anderes. Das ist auch hier drin. Ja, da ist es. So. Tyrelü. Ach nee, zwei Felder braucht man dafür. So. Hier ist ja noch, hier müssen wir mal wieder auffüllen. So, unser altes Feld da am Wasser unten. Können wir dann auch mal vergessen. So.
wahrscheinlich kann man sich gar nicht ausmalen, wie sehr ich jetzt gleich wieder fehlen werde. Beim Einsetzen der Kürbis und der Melonenkerne. Aber die Wahrscheinlichkeit spricht für einen Mega-Fail. Aber gut, hätte sich ja auch jetzt erstmal einen Brunnen machen können, dass ich nicht immer hier tauchen gehen muss. Aber tauchen ist eigentlich schön. Wir müssen dann noch Erz verhütten, das müssen wir auch noch tun. Wir haben noch so viel zu tun. Ist ja eigentlich immer was zu tun. So, haben wir's? Haben wir's. Haben wir's, haben wir's. So.